Willkommen zurück zu Let's Play Dings. Nicht Neverwinter Nights, sondern The Elder Scrolls Online. So, ich muss mal eben schnell handeln. Nein, muss ich eigentlich nicht. Er hat ein Level abgekriegt. Jetzt ist er Level 16. Ach, ein 16 ist auch noch hier. Ja, dann brauche ich ja gar nicht erst weitergehen. Das macht ja gar keinen Spaß. Na gut, ich könnte versuchen, noch den ein oder anderen Questpunkt noch mitzunehmen. Ich habe so das Gefühl, als Let's Player kriege ich hier sowieso nur die Überreste. Siehst du? Trink gleich einen Likör. So. Bisschen Ausdauer, Regeneration habe ich getankt. Was ist das? Hebel. Ich gehe durch. War ich ja schon. Ach, ihr seid's. Ihr seid's nur. Ich hasse das, wenn überstarke Leute hier stehen. Level 12, Alter, was ist hier los? Level 15, ne? Wenn hier zu viele Leute sind, dann macht das meiner Meinung nach gar keinen Spaß mehr, solche Gruften zu erforschen. Und hier waren wir schon. Das heißt, ich gehe wieder. So. Was haben wir denn bekommen? Nix. Was haben wir denn bekommen? Nix. Aber hier sind... Das ist noch eine Flasche und noch eine Flasche. Das eine war klares Wasser, das andere war wieder so ein Likör. Das ist gut. Denn wir haben nämlich jetzt eine Ausdauerregeneration für geiler Schädel. Für Dingsbums. Da. Pampa Pampa. Also für Top. Viel Zeit. Ist mir aufgefallen, dass es sich lohnt, solche Dinge mal mitzunehmen. So hat man einen Buff, der temporär läuft. Einfach mal mit. Und das für lau. Solche Tränke kann man sich selbst auch herstellen. Mit Alchemie. Dazu brauche ich aber ein paar Alchemie-Fortschritte. Aber da wir da nichts gemacht haben. Ich habe mit einem Nebencharakter, den ich sehr hoch level. Mit Darelia habe ich eine Menge gemacht. Aber auch nicht so weit. Und die ist Level 28. Also schon eine ordentliche Stufe. Ne, dann... Doch, da gehe ich auch hin. Da ist das Ziel. Und was Ziel ist, da ist Ziel. Honigmoos der Familie. Erhöhte Lebensgeneration. Um 3. 5 Sekunden lang Abklingzeit. Jo, das ist gut. Das war auch, glaube ich, so ein... Olja-Likör, das habe ich da. Da, den meinte ich. Werde ich jetzt einfach mal so binden. Davon habe ich jetzt schon 2, das ist gut. Lassen die alle stehen, das ist ganz gut. Magika-Regeneration kann man auch mal mitnehmen. Hallo? Hast du das jetzt gebunden? Ja. Stirb. Ah, ihr seid zurück. Ja. Habt ihr meine Waren? Habt ihr eure Waren? Ich habe eure Waren, bitte sehr. Bei der frostigen Horde von Auriel, vielen Dank. Wenn ich mit leeren Händen in Kragenmoor angekommen wäre, wäre es mir übel ergangen. Geht mit dem Dank eines einfachen Kaufmanns und seiner Herren von den Dunkeltalstraßenhändlern. Jo, passt schon. Quest erfüllt. Und das gab scheiße wenig. Das Gefühl, teilweise kriegt man nur so wenig, weil man zu viel ist. Also man ist zu viel. Zu viele Leute auf einen Punkt.
Deswegen, ich habe es schon mal tatsächlich gemacht. Ich bin dann irgendwo reingegangen, da war dann zu viel los. Ich bin dann wieder rausgegangen und bin später hingegangen. Hat geklappt. Weil ernsthaft, ich krieg mehr Erfahrung durch die Gegner. Scheiße. Das will ich nicht haben. Durch die Gegner, wenn ich die einzeln mache. Wir sind da. Shirkorats Zunge, warum habe ich das denn nicht abgeschlossen? Siehste, jetzt habe ich den Boss nicht gemacht. Dadurch, dass ich den Boss nicht gemacht habe, habe ich diese scheiß verkackte Kacke nicht abgeschlossen. Da ich das aber schaffen kann, muss ich da wieder hin. Dreck. Das abzuschließen bringt Erfahrung. Wollt ihr, dass die Sachen nicht abschließen? Ne, ne? Ja, dann gehen wir also nochmal rein. Dafür kriegen wir ordentlich Ormas von den Dingern. Kann aber mal Magiker-Renation nochmal trinken. So. Schön noch den Mund abwischen. Das Ding, mit dem Kelch habe ich jetzt die Tür aufgestoßen. Der Kelch hat es natürlich überlebt. Den muss ich natürlich nochmal mitnehmen nachher. Für das andere Zeug. Der lädt aber lange. So. Gruft. I. Gruft I. Jetzt sind wir schon an derselben Stelle wieder. Warum hat der die Quest nicht abgeschlossen? Vielleicht ist das an meiner Frisur. Sind meine Zähne nicht weiß genug? Zack, zack, und zack, und zack, und zack, und zack. So. Geht mal schön auf den... auf Lebensregeneration. Ich hasse das Rumgespringe von denen. Eisenachs. Boah. Krank. Die wird ausgetauscht mit der unten. Ja, die wird durch die Feuer... Alter, ist das Ding geil. Siehst du, man kriegt sogar geiles Zeug. Nur weil ich jetzt hier... weil ich jetzt hier dingse. Das ist echt geil. Nur weil ich das alleine mache. Wo bist du? Mann... Sag mal, es reicht mir, spiel ich einen Externer. Eigentlich habe ich keinen Grund zur Beschwerde, aber das hält mich nicht davon. Ich hab geblockt, ey, was soll denn der Scheiß? Also er hat echt Probleme, mal die Befehle nicht anzuerkennen. Was ist das für eine Flasche? Was sind das überhaupt für Flaschen? Das eine war klares Wasser, also weg damit. Das andere war gut. So. Alter. Ich teilweise hier für mega Lag hab. Ich nehme den noch einmal. Wir können nie genug davon haben. Cool. Siehst du, schon wieder ein Lag. Also ich habe schneller geklickt, als das Spiel reagiert hat. Warum? Schon wieder geht mein Angriff voll ins Leere, ey. Manchmal. Ich frag mich, warum das ins Leere geht. Ich war doch in Angriff, sag ich, warte. Warum muss ich denn
Habe ich ein Problem mit dem Internet oder was ist los? Boah. Jetzt. Nix da. Eine zerfällt in tausend Teile. Schade, ein Flammstab. Das Bücherregal, okay. Brauche ich nicht unbedingt. Stand ja vorne mal irgendwie so ein einzelner Level 9er, ne? Habt ihr doch gesehen, ne? Zu Beginn. Der wird Probleme haben, hier durchzukommen. Der kann gleich umdrehen. Der hätte mit mir kommen müssen. Hier muss aber irgendwo ein Boss stehen. Eigentlich. Kein Boss steht. Ruf die Ah, da ist er. Ja? Oh Gott, das sind zwei Level da. Scheiße. Naja, ich bin gespannt. Ich gehe mal auf. Habe ich noch die Regeneration? Ich habe nur die Ausdauerregeneration. Ist beides Ausdauerregeneration. Hm. Gut, dann nehme ich nochmal Leben. Haut den mal voll. Also die haben ein bisschen gehauen. Aber siehst du, jetzt haben wir es abgeschlossen. Bang. So, jetzt können wir auch gehen. Der hat gefehlt. Warum kann ich die vier nicht machen? Das ist Magicka? Das kostet Magicka? Das ist eine Ausdauerscheiße. Die sind so flink. Oh, ich glaube, der Level 9 ist unterwegs. Er ist ein 15er. Hm, bitte. Pff, ne, der steht da. Wie eiskalt ich dran vorbeilaufe, ne? Aber egal. Ich sammle jetzt erstmal keine Flaschen ein. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Endlich. Dann können wir jetzt auf die andere Seite gehen. Guck mal, ich habe Leertaste gedrückt. Jetzt reagiert er erst. Das waren 2 Sekunden Verzögerung. Nicht, dass ich in 2 Sekunden Delay habe hier. Wär übel. Wär richtig übel, hätte ich in 2 Sekunden Delay. So. Reagiert ganz normal eigentlich. Die Schaudersteine. La 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 la. Vernichten Kristall. Sprech mit Paschriha. In Lokiol Uxid. Kann ich da hinspringen? Ja, ein bisschen Zeitspann können wir. Bald Level Up, das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Wir haben Level Up. So. Gehe ich von oben oder von unten? Von oben sieht irgendwie interessanter aus. Oh Gott. So, und in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg nach Ruixulcdu, um dort mit Paschriha zu sprechen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.